Du suchst ein gutes gratis Print-on-Demand Research-Tool? Bleib dran! Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Mein Name ist wie immer Daniel und in diesem Video habe ich extra den Entwickler eines coolen Tools ins Boot geholt. Wir haben zusammen ein Interview geführt und er wird euch Schritt für Schritt auch das Tool zeigen. Das Tool ist für Merch bei Amazon, für das Marktplatzmodell und ist aktuell komplett gratis, das heißt extra für Anfänger und es bietet wirklich viele, viele coole Features. Ich will aber nicht zu viel vorweggreifen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt direkt ins Interview rein. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mal ein Interview und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, auch ein gönnerscher Jung. Wir kennen uns schon, keine Ahnung, ich glaube vor 20 Jahren oder so haben wir uns das erste Mal bei meinem Neffen kennengelernt, irgendwie durch Zufall, ich glaube, was ein Gameboy-Spiel oder? Stimmt. Irgendwie so ich hatte ein Gameboy damals und mein Neffe fand den mega cool und er hat einen Freund dabei und das war zufällig der Flo. Und genau, das ist lustig, dass sich jetzt unsere Wege wieder kreuzen und der Flo hat ein echt cooles Tool entwickelt und darum soll es heute gehen. Deswegen spiele ich mal den Ball an dich. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du und genau. Ja, ich bin Florian, ich bin 25 Jahre und bin seit letztem Jahr im POD-Business tätig. Ja, wir kommen witzigerweise aus demselben Dorf und mein bester Freund ist dein Neffe, wie du es schon gesagt hast, aus der Kindheit. Sehr witzig, dass wir uns jetzt über das POD-Business wieder kennengelernt haben. Genau, ich bin seit letztem Jahr mit dem Studium fertig und habe nach dem Studium in Teilzeit neben meinem Beruf angefangen, mich für das POD-Business zu interessieren. Und ich bin ein sehr datenaffiner Mensch und möchte gerne Entscheidungen auf Daten treffen. Und deswegen habe ich für mich selbst am Anfang erstmal Daten gesammelt, um zu wissen, was will ich überhaupt designen, wie will ich da einsteigen. Und ich wollte halt nicht direkt ein Tool kaufen, was sehr teuer ist, und habe dann quasi mein eigenes Tool gebaut. Am Anfang sehr rudimentär und das dann immer weiter aufgebaut. Und jetzt seit diesem Jahr ist es quasi präsentierfähig, dass auch andere Leute es nutzen können. Und genau deswegen bin ich jetzt seit diesem Jahr mit einer öffentlichen Open-Beta-Version von Merchwatch.de. Das ist meine Seite, die wir jetzt heute auch ein bisschen vorstellen wollen. Und ja, vielleicht noch zu mir im Business-Hintergrund. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen T500. Genau, und habe jetzt ein bisschen weniger als ein Jahr bin ich jetzt dabei und würde mich auch noch als Anfänger sehen, genau, und möchte aber trotzdem möglichst viel von meiner Erfahrung auch teilen auf der Seite. Ich habe auch einen Blogbeitrag, wo ich immer ein bisschen auf verschiedene Nischen eingehe. Das werden wir gleich vielleicht noch ein bisschen sehen. Genau, da können wir auf jeden Fall ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, cool. Echt eine lustige Connection irgendwie. Ich musste echt Echt schmunzeln, finde ich lustig. Man sieht sich da immer zweimal im Leben. Irgendwie trifft es da wieder so voll zu. Echt cool. Ja, cool. Dann würde ich sagen, steigen wir da auch direkt ein. Stell doch einfach das Tool mal vor und kann ja mal Bildschirm freigeben und dann erzählst du einfach mal ein bisschen, was Merchwatch zu bieten hat. Ich habe das schon mal angeguckt und ich fand es echt cool, dass du das halt so jetzt am Start hast. Voll gut. Ja, genau. Also man kennt es ja schon wahrscheinlich von verschiedenen anderen Tools. Es gibt ja jetzt nicht nur Merchwatch als Research-Tool. Es gibt da verschiedene Sachen, wodurch sich Merchwatch ein bisschen unterscheidet, ist, dass es halt kostenlos ist und auch kostenlos bleiben soll in einer gewissen Hinsicht. Eventuell gibt es in Zukunft auch noch eine Pro-Version. Das wird sich noch zeigen. Gehen wir vielleicht auch später noch drauf ein. Aber eine Grundbasis soll immer kostenlos bleiben und deswegen ist es besonders gut für Anfänger geeignet, wie ich es ja im Endeffekt auch noch bin, wenn man noch nicht viel Budget hat. Man kann an so vielen Stellen Geld ausgeben im POD-Business und ich glaube, da ist es sehr hilfreich, beim Research so ein bisschen mit so einem Tool an die Hand genommen zu werden. Beziehungsweise immer so gut wie der vor dem PC sitzt, aber genau. Merchwatch.de hat verschiedene Funktionalitäten, auf die ich jetzt ein bisschen eingehen kann. Man kann hier die Sidebar öffnen und das Herzstück der Seite ist dieser Watch-Abschnitt. Da sieht man verschiedene Sortierungsmöglichkeiten. Die würde ich einfach mal ein bisschen vorstellen, Stück für Stück. Gerne, lass mich kurz zwischengrätschen. Ja,
Es ist ja ein Tool quasi für das Marktplatzmodell für Merch bei Amazon. Ne? Genau. Wir sehen hier jetzt Designs von Merch bei Amazon, die auf dem Amazon-Marktplatz eben. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Bei anderen Tools gibt es zum Beispiel auch dann Spreadshirt und so zum Beispiel noch. Und es gibt ja noch mehr als MBA. Ich habe jetzt nur Daten von MBA gesammelt. Eventuell ändert sich das nochmal in Zukunft, aber man muss sagen, dass MBA halt der wichtigste Marktplatz ist und so als Orientierung wahrscheinlich ganz gut. Außerdem gibt es einen Bestseller-Rank bei MBA, über den man die Designs miteinander vergleichen kann, und das ist halt für so ein Tool sehr wichtig, einfach eine Vergleichbarkeit zu haben, damit man weiß, was man darstellen kann. Im Endeffekt mache ich nichts anderes, als Daten zu sammeln und die dann hübsch, möglichst hübsch aufzubereiten. Und das sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Das ist jetzt der Bestseller-Abschnitt. Was sind Bestseller? Bestseller, ich habe es gerade eben schon gesagt, es gibt diesen BSR-Wert. Und wenn der möglichst gering ist, dann verkauft sich ein Design sehr gut und sehr häufig. Und die Sortierung hier ist, die Bestseller werden ganz oben gelistet und die kann man sich hier angucken. Was mir wichtig war, dass das Tool die wesentlichen Informationen mit einer sehr geringen Komplexität darstellt. Und was ist für mich dann wesentlich und wichtig? Das ist halt zum einen das Bild, der BSR-Wert, der Preis, wann das Design hochgeladen wurde, Titel, ASIN und die BSR-Historie zeige ich auch immer schon in der Übersicht an. Mhm. Das heißt, man kann auf einen Blick Designs hier direkt vergleichen miteinander. Und das ist, glaube ich, schon ganz gut. Das gefällt mir gut, gerade mit dem, dass man das Upload-Datum sieht. Ist der die BSR-Historie, geht die von Anfang online bis jetzt, oder wie? Ja, das leider nicht. Also ich weiß nicht, ob das noch in Zukunft kommen kann. Ich bin halt hingegangen und habe die Daten selbst gesammelt zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe damit. Mhm. Und ich habe ja gesagt, ich habe letztes Jahr angefangen, so im Juni um den Dreh mit dem POD-Business und dann mit der Website ein bisschen nachgelagert, dass ich die Daten gesammelt habe. Und wir sehen hier zum Beispiel, bei dem Design ist der erste Wert, den ich dann quasi in der Datenbank aufgenommen habe, der 21. Oktober. Das heißt, so im August rum habe ich, glaube ich, angefangen, Daten zu sammeln. Und das muss man auch immer sagen, die Daten hier sind nicht immer tagesaktuell. Ich versuche es aber, möglichst tagesaktuell zu halten bei den Designs, die sehr häufig angesehen werden. Also hier diese BSR, die Bestseller werden alle tagesaktuell aktualisiert, die man jetzt ganz am Anfang sieht. Ja. Mhm. Und die Informationen, die man hier hat, kann man noch erweitern. Es gibt hier noch diesen Plot-View-Plot-Button. Mhm. Da lässt sich zum Beispiel noch eine Information über den Preis darstellen, immer sofern ich sie in der Datenbank habe. Ja. Und hier sieht man zum Beispiel sehr schön, vorher war das Design bei 19,95 € und jetzt seit Ende des letzten Monats auf 23 € ist das angestiegen. Und man sieht hier jetzt auch ein bisschen, dass der BSR halt ein bisschen gedroppt ist und jetzt aber fast wieder auf dem All-Time-High angestiegen ist, beziehungsweise sich dann wieder reduziert hat. BSR niedrig ist ja immer gut. Und ich glaube, da ist schon viel Wissen, also was man da als Anfänger oder auch Fortgeschrittener sehen kann, wie agieren Leute, die Bestseller haben mit ihrer Preispolitik und was kann man da selbst daraus lernen. Und ich glaube, das sind einfach nützliche Informationen, die man da sich holen kann. 3 € mehr verdienen. Gleichbleibenden Sales. Das ja, also ist 20, sehr, sehr schön. Ja, genau. Also 20 € sind ja schon relativ hoch, aber man sieht, es geht auch noch höher und es funktioniert auch. Auch wenn es am Anfang dann vielleicht mal droppt, dann steigt es danach halt theoretisch wieder an. Kann natürlich auch anders aussehen. Habe ich auch schon alles gehabt. Also man kann das teilweise sogar bis 24 € hochdrehen. Das ist schon krass, ja. Ja, da ist die Gewinnmarge dann auf einmal deutlich besser. Also ich selbst habe auch, glaube ich, 17 € oder so, 18 € vielleicht maximal. Da habe ich mich noch nicht so getraut, das anzusteigen. Aber das kann man natürlich machen und vielleicht fährt man damit eine gute Strategie. Mach's ruhig mal. Also kannst du ja in 50 Cent-Schritten halt mal erhöhen und gucken, was passiert. Also ich fand das sehr, sehr gut. Ja, jetzt wo ich T500 bin, kann ich, glaube ich, auch mehr ausprobieren. Vorher war es dann wichtig, viele Sales zu haben, einfach um aufzusteigen. Deswegen habe ich den Preis ein bisschen niedriger gehalten. Mhm. Aber das muss ja nicht immer gut sein. Manchmal verkauft es sich ja besser mit einem höheren Preis, habe ich gehört. Genau. Ich bin generell kein Freund von Billigheimer-Designs. Also ich habe direkt mit ordentlichen Preisen auch angefangen. Mhm. Hat vielleicht auch deswegen ein bisschen länger gedauert, aber
kann schon zu, ja, kann auch schon zu mehr Verkäufen führen, wenn man wirklich sich ganz günstig da verhökert. Ich glaube, das hängt einfach stark auch von der Nische ab, wo man drin ist. Also es gibt halt Nischen, wo die Leute halt nicht viel für bezahlen wollen. Junggesellenabschied oder so vielleicht, wo man es für einen Tag nutzen will, da will man nicht so viel bezahlen. Und ja, das sieht man hier dann vielleicht auch ganz gut, dass man ein Gefühl dafür bekommt, welche Nischen haben höheren Preis, welche niedrigeren. Das können wir uns gleich auch gerne noch ein bisschen angucken. Was ich allgemein noch sagen kann, jede Watch-Seite hat ein Infinite Scroll. Das bedeutet, man kann hier immer weiter runter scrollen und kriegt hier immer mehr Daten quasi angezeigt, und das ist halt ganz intuitiv und man kann sich hier die ganze Zeit inspirieren lassen und weiter durchscrollen. Man sieht hier zum Beispiel auch Disney-Shirts, da habe ich auch eine Funktion für eingebaut, dass man Marken verbergen kann. Und da muss man dazu sagen, das funktioniert nur so gut, wie ich die Marken kenne. Wenn hier Zuschauer von dir vielleicht das Tool nutzen und denen auffällt, da ist eine Marke, die wird immer noch dargestellt, dann könnt ihr mir das schreiben, dann setze ich das quasi auf eine Blacklist und dann wird es nicht mehr angezeigt. Cool. Das kann natürlich vorkommen. Ist halt alles im Rahmen von dem, was ich so erblickt habe an Marken. Genau, neben Markenverbergen gibt es hier noch andere Filtermöglichkeiten, zum Beispiel den BSR kann man hier filtern. Wir können hier zum Beispiel sagen, wir wollen nicht die Top-Bestseller haben, sondern eher so welche, die 1 Million BSR haben. Und dann kann man diesen Filter setzen und jetzt hätte man zum Beispiel hier die 1 Million Aufwärtsdesigns. Genau, den Preis filtern geht auch. Das ist gerade. Spitzenshirt hier, ich bin der Beweis, Bier macht schön. Ich weiß es, mein Bruder, der hatte damals. Ah, Bier formte diesen wunderbaren Körper. Das hat er in den 80ern hatte der das damals schon. Mhm. Unglaublich geil. Ja, das so Sachen vergehen nicht, aber nee. Bier bleibt Kultur in Deutschland. Ja. Oder generell. Ja, also hier kann man dann auch halt die ganze Zeit weiter scrollen, wie man lustig ist. Und man kann ja auch noch den Preis filtern. Preisfilterung ist gerade noch eine Patreon-exklusive Sache. Da muss ich vielleicht kurz sagen, Patreon ist quasi die Möglichkeit, wie man mich unterstützen kann. Und da habe ich jetzt als Goodie so für die Leute, die mich unterstützen, diese Preisfilterung, die wird dann irgendwann auch für alle umsonst sein. Aktuell ist es noch exklusiv. Genau. Und wenn man jetzt eine Nische hat, die man hier jetzt vielleicht gefunden hat und die genauer betrachten will, oder man kennt einfach irgendwas, was man sich anschauen will, dann kann man hier nach suchen in der Suchleiste, und hier habe ich schonend behandeln. Das ist zum Beispiel von meinem letzten Blogbeitrag eine Nische gewesen, die ich analysiert habe. Können wir jetzt mal als Beispiel nehmen. Danach kann man suchen. Das dauert dann ein paar Sekunden und kriegt dann Informationen, was für Designs halt in dieser Nische drin sind. Genauso wie halt die Bestseller-Seite hat man hier halt auch so ein Infinite Scroll. Solange ich halt Daten dazu habe, werden die hier dargestellt. Und was dann auch sehr interessant ist, sind hier so Meta-Informationen, die man noch zu der Nische dazu kriegt. Zum Beispiel hier die Top-Keywords, dann nehme ich mir die Top 50 Designs und schaue, welche Keywords kommen da besonders häufig drin vor. Und das sind hier zum Beispiel Stück, Männer, Eltern, Scherzartikel. Wir sehen hier auch immer, Stück ist hier im Slogan eigentlich immer dabei, deswegen kommt es häufig vor. Also wenn man da jetzt ein Design machen würde, kann man hier Stück rauskopieren und selbst in sein Listing packen. Oder man kann auch zum Beispiel hier alle Keywords rauskopieren in seinen Zwischenspeicher und das dann in Spreadsheets für die Tags benutzen zum Beispiel. Das ist auch ein von einem Zuschauer eingereicht quasi. Der hatte gefragt, ob das geht, und dann habe ich das umgesetzt und kam ganz gut an. Also wenn da so coole Vorschläge sind, ich bin da immer offen und habe da auch Lust, auch so Sachen umzusetzen. Cool, ja, und dann also an alle Zuschauer, bombardiert den Flo mit coolen Ideen. Sollte natürlich dann auch hilfreich sein, möglichst für alle, wenn... aber klar, ich bin da immer offen, schreibt mir da gerne in Facebook oder keine Ahnung, es gibt hier auch Kontaktmöglichkeit, das wird dann per Mail an mich gesendet. Genau, hier gibt es noch einen Performance-Plot, das ist auch ganz hilfreich, glaube ich. Hier nehme ich dann auch von den Top 50 Designs alle Daten zusammen, die ich so habe, und hier haben wir dann die BSR-Informationen in grün, die Preisinformationen in pink und die Uploads in grau und Takedowns in rot.
Hier kann man dann auch zum Beispiel bestimmte Sachen entfernen, um sich das ein bisschen einfach darzustellen. Und hier kriegt man halt auf einen Schlag direkt einen Überblick, wie läuft die Nische. Und, das ist echt cool. Und hier sieht man zum Beispiel schon behandeln, hier ist ungefähr so der Jahreswechsel, dass die ab 2021 stärker jetzt angestiegen ist in letzter Zeit. Also Anstieg heißt dann ja, der BSR wird geringer. Das heißt, ich stelle es immer so dar, ein Anstieg in dem Plot ist quasi eine Verringerung des BSRs. Hier war es noch bei 530.000 und jetzt ist es im Durchschnitt bei 380.000 für diese Top 50 gut. Designs. Gut, ja. Man muss sagen, das sind die besten 50 Designs. Also wenn man jetzt alle Designs der Nische nimmt, dann wäre der Durchschnittswert ein bisschen schlechter. Ja, das sehen wir gleich noch im Blogbeitrag vielleicht. Und der Preis steigt auch an gleichzeitig. Also eigentlich eine Top-Nische so. Und das kann man hier halt ganz gut erkennen. Ja, soweit zur Suche. Hast du da irgendeine Frage zu? Nee, da ist eigentlich alles drin, was man braucht. Ne? Das ist echt cool. Das ist wirklich gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, ja, ich versuche es halt so einfach wie möglich zu halten. Und ja, die wichtigsten Informationen halt nach vorne zu bringen. Ja. Genau, ich würde dann hier die nächsten Punkte einfach ein bisschen kürzer als bei Bestseller noch so ein bisschen erklären. Gerne. Also Trends ist der nächste Punkt. Das ist auch eine sehr hilfreiche Sache. Was sind Trends? Das ist eine Mischung aus, wie gut verkauft sich ein Design und wie lange ist es schon online. Also Designs, die sehr schnell nach dem Upload schon sehr viele Sales generieren können, die sind in meinen Augen Trends. Also nichts, was noch vor einem Jahr erst hochgeladen wurde und jetzt wieder Sales generiert, sondern die nach kurzer Zeit schon Sales generieren. Man könnte auch Rocket Seller dazu sagen. Ich glaube, bei anderen Tools heißt es vielleicht Rocket Seller, bei mir sind es Trends. Und das Geile ist halt so ein bisschen, dass das hier sehr stark variiert. Also jede Woche hat man hier eigentlich andere Designs, weil ältere Designs halt rausfliegen. Und deswegen kann man hier immer wieder reingucken und kriegt hier immer einen neuen Eindruck davon, was geht gerade einfach. Und hier hat man zum Beispiel ein Design, das ist erst 2 Tage alt und hat jetzt schon einen BSR von 25.000. Wow, Chili. Ja. Da hat einer auch hart skaliert hier. Der hat wahrscheinlich jedes Alter gemacht. Aber es ist eine geile Idee. Ich wurde 16, als ich im Lockdown war. Wenigstens musste ich meinen Kuchen nicht teilen. Ach so, ja. Ja, genau. Die Designs sind auch schon länger hier in den Trends. Also die haben sich echt gut gehalten. Also man sieht ja auch 22.3., das ist schon so 3 Wochen her. Und seitdem sind die hier in den Trends auch die ganze Zeit. Also die haben es richtig gut verkauft und halten sich halt auch. Man sieht ja auch, BSR 3900 ist verdammt gut. Ja, und, ja, kann man sich Preis dann auch... Preis von 22 Euro... Ja, sieht man auch wunderbar, wie der Verkäufer das hier macht. Am Anfang 17,95, dann auf 20 Euro etwa hoch und jetzt auf 23. Und er kann es sich erlauben. So. Ja. Und wenn er das jetzt bei jedem Design macht hier, auch genauso und hier halt auch jetzt bei 23 Euro. Ja. Da geht was. Da geht ich kann mir sogar Fall vorstellen, was. Wer da dahinter steckt. Ja. Ich habe neulich noch jemanden... interviewt, der viele Geburtstagsdesigns macht. Ich könnte mir vorstellen, dass die von dem sind, aber egal. Ja, Geburtstagsdesigns gibt es ja eigentlich in allen möglichen Facetten. Es ist halt super easy, dann das zu skalieren und machst halt einfach die ganzen 10er Jahre rauf und runter und hast dann 10 Designs auf einmal. Ja. Ja. Genau, das hier sind die Trends. Dann kommen wir zu Neueste, das ist relativ selbsterklärend, das sind die neuesten Designs, sprich die noch nicht lang her sind, seitdem sie abgeloadet wurden und ja, hier sieht man vor 2 Tagen, hier sieht man auch das Design, was jetzt in den Trends war gerade und hier kann man dann auch runter scrollen und genau, wir werden halt einfach ganz simpel die nach dem Upload-Datum gefiltert. Dann BSR-stärkster Anstieg sind Designs, die im letzten Monat den stärksten BSR-Anstieg hatten. Das können zum Beispiel saisonale Produkte sein, die sich so ein paar Monate gar nicht verkaufen und dann auf einmal wieder verkaufen. Die werden dann sehr stark im BSR steigen und die versuche ich hier so ein bisschen zu ermitteln. Das heißt, man sieht hier eigentlich bei der BSR-Historie immer so einen steigenden Verlauf der, des BSRs einfach. Genau. Ist halt auch eine Möglichkeit, sich da umzuschauen.
da gibt es ja einfach verschiedene Strategien, die man befolgen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch noch weitere Filterungen dazukommen, zum Beispiel so eine Art Evergreen-Sortierung oder so ein, ist natürlich schwierig, aber vielleicht auch die Takedowns, dass man die einfach hier sieht. Mhm. Da ist auf jeden Fall auch noch Potenzial, was ich so machen möchte in Zukunft. Was wäre es soweit zu den Watch-Daten? Ich würde sagen, ich brauche ein Design eben. Mache eben ein Design von mir dabei. Ach was, ehrlich? Ja. Okay, bei welchen Kategorie oder? BSR stärkster Anstieg. Ah ja, okay, cool. Gucke ich mir gleich mal genauer an. ja, dann hast du ja auf jeden Fall ein Design, was wieder gut angestiegen ist, nach einer längeren Zeit. Dann wäre jetzt hier, Watch ist der nächste Punkt. Man kann jedes Design mit einem Herzen markieren. Das wäre quasi die Bestätigung, dass man es in der Watchlist haben will. Und einfach, wenn man sich das merken will, wenn man will es nicht die ganze Zeit merken, man markiert es und guckt später nochmal rein, wenn man halt irgendwas Interessantes gefunden hat. Was man hier auch machen kann ist, oder was automatisch passiert, wenn man das in der Watchlist drin hat, dann versuche ich diese Designs häufiger zu aktualisieren. Also möglichst täglich. Vielleicht nicht immer täglich, aber so als Serviceleistung quasi, dass Leute, ich weiß ja, dass es interessant ist für Leute und dann versuche ich da die Daten halt aktueller zu halten. Mhm. Vielleicht als Hintergrundinformation auch ganz interessant. Cool, ja. Genau, und dann kommt der letzte Punkt, ist der Blog. Da habe ich ja schon mal ein bisschen gesagt eingangs, dass ich da auch schonend behandeln zum Beispiel in einem Blogbeitrag gemacht habe. Und das ist ein, also ich habe hier zwei verschiedene Arten von Blogs gerade, einmal Nische der Woche und einmal Takedowns. Nische der Woche ist halt irgendwie eine Nische, die ich interessant finde, aus verschiedenen Gesichtspunkten. Schon behandeln haben wir uns ja gerade schon angeguckt. Und hier kriegt man dann zum Beispiel einen Eindruck, was sind die besten Designs, so ein Ausschnitt davon, hier so Key Facts, die ich da draus ermittle. Ich gehe da halt ein bisschen tiefer in die Nische rein. Alles mit dem Hintergrund, dass ich selbst noch nicht sehr erfahren bin, also ich bin selbst ST 500, aber so was ich an Wissen habe, versuche ich hier weiterzugeben. Cool. Und hier 91% haben sich verkauft. Hier sieht man nochmal diesen Performance-Plot, ein bisschen mit allen Daten wirklich, die in der Nische drin sind. Und neben diesen Nische der Woche-Ding gibt es halt noch die Takedowns, die kann man sich hier auch filtern. Da habe ich zum Beispiel Schleich, die du Arschloch. Das habe ich letztens noch bei einem Video sogar von dir gesehen, glaube ich. Okay. Das ist irgendwo, also du warst, glaube ich, bei Flying Research und hast da durchgeklickt und da war auch Schleich, die du Arschloch drin, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall meine erste Nische der Woche und das thematisiert, also ist entstanden durch einen Terroranschlag und dadurch kam es hier in dieser Nische massiv zu Takedowns, das ist mir dann letztens aufgefallen. Okay. Und dann habe ich darüber halt auch einen Blogbeitrag geschrieben. Und hier sieht man zum Beispiel Takedowns, 24 Stück. Krass. Das ist jetzt nur zu dem Zeitpunkt, wo ich das in der Datenbank eingetragen habe. Die sind eventuell vorher schon passiert. Aber ich habe das mir einfach mal im Detail angeguckt und hier dann festgestellt, dass es die Nische halt irgendwie ziemlich hart getroffen hat. Wahrscheinlich, weil es mit dem Terroranschlag in Verbindung steht. Und das sind ja auch Sachen, die sind einfach interessant zu wissen, dass man die nicht selbst begeht, solche Fehler. Und ja, weil ich es auch selbst beworben habe, so ein bisschen in meiner Nische der Woche, habe ich hier als Retro-Perspektiv nochmal drauf geguckt und gesagt, ja, aufpassen. Ja, gerade das steht ja in der TOS von Amazon drin, ne? Dass man halt solche Sachen eben nicht machen soll, die Bezug auf irgendwas haben. Und genau. Also es ist halt, ja, cool, das ist der echt Kontext interessant. Geil. Der Kontext ist halt ein Terroranschlag und das macht es halt gefährlich. So an sich ist Schleich, die du Arschloch, ja nicht schlimm und es steht ja eher für Gemeinschaft, dass man einfach so Leute nicht im Land haben will. Gut, also Terroristen nicht im Land haben, das ist ja nichts Schlimmes. Aber trotzdem, das kann halt dazu führen und es führt auch dazu. Deswegen muss man da aufpassen. Ja. Cool, ja, wow. Super. Also das ist soweit zur Funktionalität. Ja. Vielen, vielen Dank schon mal für den tiefen Einblick in das Tool. Das sieht wirklich, wirklich interessant aus. Und ich glaube, gerade für Anfänger, die eben noch nicht jetzt irgendwie laufende Einnahmen haben, sind solche Tools halt echt immer Gold wert. Mhm. Das muss man einfach sagen, das ist super. Das erleichtert definitiv den Einstieg. Also, ja, also vielen Dank. Ja. ich da auch noch als Anfänger bezeichnen, ich bin ja auch erst TE 20.000, ne?
Ziemlich hoch. Aber klar, es gibt auch T100 draußen. Ja. Also du lernst immer noch hinzu irgendwie. Bin ja jetzt seit 6 Jahren Vollzeit in dem Business und trotzdem lerne ich immer noch dazu. Und es gibt einfach so viel, was man noch nicht weiß. Da lernst du irgendwie nie aus. Ja, das stimmt. Echt krass. Das stimmt, ja. Echt krass, wirklich. Was es alles noch für Möglichkeiten in dem Bereich auch gibt, das ist Wahnsinn. Ja. Ja, ich habe da auf jeden Fall Bock, auch das irgendwie weiterzuentwickeln und so. Man muss halt sagen, dass an gewisser Stelle auch Kosten entstehen, gerade wenn ich mehr Daten dann sammle. Also ich möchte auch gerne mehr Marktplätze haben. Das ist jetzt nur der deutsche Marktplatz. Ich bin gerade schon dabei, halt den US-amerikanischen Marktplatz irgendwie aufzubereiten. Deswegen, ich habe halt Werbung auch geschaltet. Aber die reicht, glaube ich, nicht ganz, um das alles zu decken. Deswegen habe ich die Möglichkeit mit Patreon halt noch damit reingebracht. Und dann hat man halt ein bisschen Goodies wie Preisfilterung, keine Werbung und so. Ja. Da könnte ich vielleicht gerade noch zeigen, wie man das hinzufügt zu seinem Konto. Ja, damit klar. Man diese Funktionalität hat, wenn es okay ist. Ja, gerne. Ja. Okay, cool. Also wenn, wenn man Patreon mich unterstützen will, dann gerne cool so. Kann man einfach mit PayPal machen. Link ist hier auch immer unten. Hier kann man einfach draufdrücken und wenn man das macht, dann kann man auf sein Profil gehen und auf Aktualisieren und hier gibt es so ein Patreon-Symbol und damit kann man das dann verknüpfen, dass das Merchwatch-Konto mit dem Patreon-Konto verknüpft ist und dann weiß ich, gut, ist ein Patreon-Supporter und dann kriegt man halt hier keine Werbung zu sehen und sowas und in Zukunft eventuell noch andere Sachen, wie zum Beispiel schnellerer so ein Beta-Zugriff auf den US-Markt oder sowas, kann ich mir vorstellen, dass sowas dann alles für Patreons exklusiv ist, ja. Also am Anfang und dann später für alle möglichst kostenlos, das wäre halt ganz cool, wenn das klappt. Ja, ich meine, du steckst ja auch echt Zeit da rein, ne, also da ist es, ich sehe das beim Mr. Productor, beim Timo, ne, der macht da ja auch viel gratis und das ist Wahnsinn, was der an Arbeit hat, also ich denke, irgendwann muss man den Sprung ein bisschen schaffen, die Leute sind ja auch bereit, was zu zahlen, das ist ja nicht so, dass das, und du kannst ja einfach nicht alles gratis rausgeben, du musst da auch ein bisschen aufpassen, denke ich mal, und irgendwann vielleicht auch so eine, ja, die Jungs von Flying Upload, die haben das ganz gut geschafft und von Flying Research, die haben das ist ja auch echt preisgünstig und hat aber dafür auch super Features und so und das... Ja, ich kann mir auch vorstellen, also wenn das mit Patreon jetzt nicht so gut ankommt, das ist ja auch ein bisschen unintuitiv in gewisser Weise, dass ich dann halt so ein Premium-Tool noch mache on top, dass man so ein Freemium-Modell hat, das ein Grundbasis kostenlos ist und ich dann noch mehr Features quasi für eine Pro-Version zur Verfügung stelle. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es in Zukunft kommt. Aktuell möchte ich halt erstmal alles kostenlos halten, solange es halt noch geht. So, und dann gucke ich einfach mal, was die Zukunft bringt. Stark. Schon mal vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt ein geiler Service. Wahnsinn. Super. Ich hoffe, dass hier echt viele Leute dann auch drüber kommen und sich das Tool mal anschauen. Ja, vielen Dank. Ja, danke, dass du hier die Zeit genommen hast, auf jeden Fall mir das alles zu ermöglichen, dass dir das ein bisschen zeigen kann und deinen Zuschauern dann auch. Also ich bin noch in den Kinderschuhen sozusagen, da kann sich noch einiges tun. Ich habe auf jeden Fall Lust, auch noch weitere Dinge hier zu implementieren. Bin da motiviert. Geil. Ja, man merkt schon, dass du da echt so ein datengetriebener Typ bist. Also das ist schon alles geil durchdacht, echt super. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Kann nur besser werden. Also. Ja, es kann natürlich immer zu Bugs kommen. Einfach mir schreiben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, ich bin dahinter, das schnell zu beheben. Das ist halt das, ich meine, du kannst ja so auch, wenn du es gratis rausgibst, baust du erst noch ein bisschen Community auf, ne, und daraufhin kannst du es ja auch immer weiterentwickeln, das ist halt auch immer gut. Oder eigentlich am besten, wenn der Kunde dir quasi Tipps dann gibt. Da gab es auch schon in der Vergangenheit viele, die mir da irgendwie Verbesserungsvorschläge geschickt haben, wie jetzt das mit den Keywords, die dann kopierbar sind und so. Und das ist echt ganz cool, wenn da Leute sich melden. Ich freue mich da auch immer, wenn das hilfreiche Sachen sind. Ja. Cool. Ja, dann würde ich sagen, wenn es sonst hier nicht mehr gibt, dann kommen wir langsam mal zum Ende. Mhm. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich für die Vorstellung. Es war richtig, richtig spannend, richtig cool. Ja. Und wer es noch nicht kennt, jetzt unter dem Video findet ihr den Link zu Merchwatch. Einfach mal anschauen und wenn ihr Ideen für Features habt, bringt es einfach dem Flo. Wenn es gut ist, wird es eingebaut. Finde ich ziemlich cool. Ja, super. Vielen Dank nochmal an dich und ich wünsche dir noch
eine ganz, ganz gute Woche. Danke sehr. Tschüss. Ciao. Und wenn du aus dem Video wirklich einen Mehrwert ziehst. Ich habe mich heute schon heiser geredet, weil ich so viele Videos aufgenommen habe. Das fände ich jetzt nicht so witzig.